wünsche euch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Viel Erfolg in der Schule, Peter. Ich bin jetzt schon stolz auf dich, hörst du? Danke. Viel Glück auf dem Markt, Mutter. Ich wünsche dir auch Glück, mein Junge. Du machst das bestimmt sehr gut. Oh, du musst noch die Ziegen melken. Ich kann es dir leider nicht abnehmen, sonst verpasse ich den Zug nach Spiegelheim. Oh, das hätte ich fast vergessen. Die Klassenarbeit ist das Einzige, woran ich denke. Ich mache es schnell. Ich bin sowieso zu früh dran. Die Schule beginnt erst in einer halben Stunde. Danke, Peter. Distelfink? Glöckchen? Distelfink? Glöckchen! Wo stecken die nur? Merkwürdig. Die Ziegen sind weg. Was? Mhm. Bist du sicher? Mhm. Irgendjemand hat das Gatter geöffnet. Wer macht denn so etwas? Jeder weiß doch, wie sehr wir auf die Ziegen angewiesen sind. Mhm. Ich gehe sie suchen. Wahrscheinlich grasen sie auf den Almwiesen. Aber dann kommst du zu spät zu deiner Klassenarbeit. Die muss eben warten. Es ist wichtiger, dass ich die Ziegen finde. Ich würde dir gerne helfen, aber ich muss pünktlich auf dem Markt sein. Wir brauchen dringend das Geld. Ich weiß, dass wir den Markttag nicht verpassen dürfen, Mutter. Mach dir keine Sorgen. Ich bin ein Geißengeneral. Also ist das meine Aufgabe. Du findest sie bestimmt und ich hoffe, du schaffst es noch rechtzeitig zur Schule. Mhm. Distelfink! Glöckchen! Wir warten nur auf Peter. Wahrscheinlich kommt er gar nicht. Dürfte ich um Ruhe bitten? Peter ist noch nicht da? Er ist ganz bestimmt schon auf dem Weg, Herr Lehrer. Das hoffe ich doch. Ich werde jetzt die Blätter austeilen. Sieh an, das passt noch alles. Psst. Nun, wir wollen pünktlich mit der Arbeit beginnen. Aber, Herr Lehrer, Peter fehlt doch noch. Ich weiß, dass er gleich hier sein wird. Können wir nicht ein bisschen länger warten? Es wäre ungerecht, auf ihn zu warten, Herr Lehrer. Es ist doch nicht unsere Schuld, wenn er morgens nicht pünktlich aufsteht. Aber... Oder der Geißenpeter hat Angst bekommen und ist gleich im Bett geblieben. Ruhe jetzt. Wir wollen anfangen. Peter hat keine Angst. Es muss etwas passiert sein. Heidi, Schluss jetzt. Bitte, Herr Lehrer, Peter hat so viel die Klassenarbeit gelernt. Irgendetwas stimmt nicht. Ich werde ihn suchen gehen. Nein, Heidi, du bleibst hier und setzt dich wieder hin. Sofort.